Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, in der letzten Folge haben wir ja den Weltraumlift fertiggestellt, der für uns mal mega positiv ist und der richtig reinhaut. Jetzt bauen wir gerade das Mohol und es wird auch diese Folge fertig. Wir erhöhen jetzt die Priorität. Ich habe schon gedacht, dass es die letzte Folge fertig geworden wäre, dann hätten wir zwei Projekte gehabt. Das wäre natürlich ein bisschen heavy gewesen. Aber so, denke ich, geht das auch gut. Die Geschwindigkeit unserer Flugzeuge sind natürlich auch mittlerweile schon ordentlich. Ich bin jetzt gespannt, das Mohol wird gleich fertig sein. Also es fehlt nicht mehr viel. Ja, den Vertrag nehmen wir auch an. Mittlerweile haben wir natürlich weniger Beton wie davor. Aber wir haben hier natürlich Lager an Gesteinsabfälle mittlerweile, die auch nicht mehr feierlich sind. Was natürlich auch dazu führen wird, dass wir bald in Zukunft ordentlich Gesteinsabfälle verbrennen. Hier ist genau derselbe Fall. Ich glaube, es schaut sogar mittlerweile so aus, als ob wir zu viel hätten wieder. Dann müssen wir wohl wieder ein neues Lager öffnen. Für euch, meine Freunde. Schaut. Ja, da war schon wieder voll. Smohol wird jetzt natürlich noch eine andere, ganz andere Sache werden wahrscheinlich. Wie viele Mitarbeiter hast denn du, dass du... Bevor du bist, reduzieren wir dich mal auf 7. Und ich würde sagen, wir bauen hier auch nochmal einen Außenposten hin. Rockscape. Rockscape, eine berühmte Rockband, möchte live auf dem Mars auftreten. Sie werden in den verschiedenen Kolonien auf dem Mars einen Besuch abstatten und sich selbst um die Transporte kümmern. Das Management von Rockscape braucht dafür nur unsere Erlaubnis und eine Kuppel für das Event. Ja, warum nicht? Ah, nicht das Problem. Den Bruch rekuperieren wir flott, hoffe ich mal, Leute. Ich setze auf euch. Reparaturkosten 10. Leute. Haben wir genug Polymer vor Ort? Bringt ihr bitte Polymer? Hier ist 3 Polymer schon gelagert. Ja, jetzt kommen die Polymerflugzeuge. Perfekt. Aber wir sollten doch die Reparaturkosten mittlerweile gut haben, oder? Und die Brüche wurden repariert. Zum Glück. Vor dem Regen sogar noch. Das ist natürlich noch besser. Wie schaut es mit unserem Projekt hier aus? Ah, es ist im Baumodus. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier passieren wird. Das ist mal ja ein ganz anderes Level jetzt. Ich glaube, wir können auch von dem nur einen bauen, ne? Weil wenn wir mehrere bauen könnten, holy shit, das ist ja OP. Das wäre mal so richtig OP, Leute. Es wird leider nach Nacht fertig, aber ist ja wurscht. Holy shit. Was sagen sie eigentlich? Das Kaninchenloch. Holy moly. Molehole Erweiterung 3. Baukosten 800? Was kostet die erste Erweiterung? Plus 40 Verbrauch von Strom, aber dafür eine plus 50% Metallproduktion, plus 20% Edelmetallproduktion. Holy shit. Sollen wir was machen? Ach komm, wir machen's. Dann tun wir gleich Anforderungen schicken an den Weltraumlift. Schicke Tonnen an. Ressourcen hier von her. Starten. Holy shit, schau dir an, wie das aussieht. Das Ding produziert halt jetzt dauerhaft, ne? Metalle, kein Problem mehr. Alles kein Problem mehr.
Du musst aber auch gleichzeitig deine Prio ein bisschen erhöhen, an Menge, die du hast, damit du dich darum kümmern kannst, so ein bisschen. Gleichzeitig brauchst du 2 Lagerplätze, bitte mal. Ein Depot für Metall. Und noch ein Depot für Edelmetalle. Wäre in diesem Fall hier ganz gut. Genauso müssen Steinsabfälle fürs Erste gelagert werden können. Und dann kriegt ihr noch die Bauerlaubnis für einen Shuttle Hub vor Ort. Das wird was. Ja, natürlich, bei der Menge, die das Ding produziert, stehen wir natürlich noch besser da. Wie schaut es hier aus? Produktion von 39, Verbrauch von 2. Produktion 39, das passt aber irgendwie nicht. Kann ich von denen mehrere bauen jetzt hat oder das ist gleich so ein Special Project, ne? Genau so. Wie schaut's beim Weltraumlift aus? Kann ich den upgraden? Nee, ne? Dadurch, dass wir relativ knapp an Metallen sind, glaube ich, ist es halt aktuell auch schwer, die Ressourcen zu verteilen. Aber hier allein die Maschinenteile, 70 Stück aktuell auf Lager, 300 haben wir noch. Und der braucht noch 100. Also wir haben gerade mit einem Schlag auch das Upgrade gekauft einfach. Aber die Produktion macht es natürlich dann auch besser. Das ist natürlich schon geil. Sind die leer? Kein Vorkommen mehr. Holy shit, okay. Was ist das denn? Das Grüne. Okay, dann müssen wir die jetzt mal abreißen. Dann müssten wir eigentlich hier noch eine Kapsel hinsetzen. Hier sind überall Metallvorkommen. Jetzt kriegen wir alles wieder wegen dem vergifteten, giftigen Regen hier im Nebel. ...2700 hier oben, holy shit. Wie viele Hotelplätze habe ich hier noch frei? 21. Passagier. Wie viele verfügbare Wohnorte? Keine, okay. Dann entleeren wir die Rakete mal. Trotzdem starten. Ich habe doch voll viele Hotelzimmer. Warum sind denn so wenig Leute da? Und wie schaut es bei der Forschung aus für... Dann tun wir als nächstes Schwerkrafttechnologie einführen. Dann bauen wir hier eine Riesenkuppel hin und dann müssen wir das halt irgendwie sehen, dass wir das hier ansetzen. Können die das jetzt mal abreißen, oder? Ich weiß nicht, was ihr die ganze Zeit macht, aber das Ding muss weg. Das Ding müsste bitte weg. Haben wir keinen Platz für Metalle oder was ist jetzt los? Das Ding soll eine hohe Prio kriegen. Also im Produktionsstand stehen wir hier natürlich nicht schlecht. Jetzt haben wir die Erweiterung schon. Die nächste Erweiterung kostet 200. Nochmal eine Erhöhung von 50%. Können wir uns das leisten quasi? Das Ding ist ja...
Komm, wir können es uns leisten. 200 starten. Danach noch eine Lieferung per Moho Lift. Wir machen das alles aus der freien Tasche raus. Genauso nochmal vom Weltraumlift. Zwei Metalllieferungen. So. So, da liegen jetzt 200. Wenn die, das Ding natürlich noch auf der letzten Level ist, dann wird das natürlich noch eine ganz andere Sache. Aber wie viel verbraucht denn das aktuell an Strom? 80% Strom. Wie schaut das mit unseren... Also ich baue aktuell 8 Stück von denen hier. Dann führen wir doch den Park hier mal vor, den wir gebaut haben. Hören die Produktion ein bisschen. So. Dann können die Touristen nicht damit abreisen. Du kriegst direkt den Boost-Modus. Stromerzeugung 20 sogar. Holy shit. Research complete. Magnetfeldgenerator wurde erforscht. Den können wir dann wo bauen? Magnetfeldgenerator ist wahrscheinlich unter Terraforming, oder? Verstärkt das Magnetfeld des Planeten den Verlust der Atmosphäre um 0,2 per Sol. Alter, die Kosten sind aber schweineteuer. Das Ding ist auch riesig. Ich überlege, ob ich das hier außen platzieren sollte. Also wie schaut es aktuell mit der Atmosphärenerzeugung aus? Ja, wir kommen halt... Erhöhung der Menge, dass sie produzieren können. Die sind auch noch nicht geupgradet. Alle nur erhalten. Wahnsinn! Nicht gut. Die bauen alle Upgrades. Wenn die abgegradet werden, geben die noch ein bisschen mehr Stoff. Das ist wichtig. Muss man ein bisschen Polymer nachkaufen, oder wie? Ich glaube, der kommt gerade aber nicht mehr nach mit dem Auslagern von Maschinenteilen. Ich glaube, Metall wird sich mittlerweile auch erhöhen wie Sau. Funding received. Dafür tut sich natürlich auch jetzt hier Kosten hin, aber wir haben natürlich so eine Überproduktion mittlerweile geschaffen, dass wir komplett auf Windenergie umschalten können, wahrscheinlich bald. Wenn wir uns das so anschauen. Wenn langsam dann versuchen, die ganzen anderen Sachen auszuschalten, die ich gebaut habe. Also ich habe ja viel in dem Sinne gebaut, was ja brutal dumm war. Also die Anlage zum Beispiel wird komplett niedergeschaltet. Auch die außenrum will ich niederschalten eigentlich. Aber das bringt sich halt nichts mehr wirklich. Kann ich nicht einfach sagen, hier einfach. Reißen wir mal das Ganze nieder. Da können wir anstelle hier rein theoretisch die Anlagen ein bisschen upgraden. Und
dann tun wir hier noch ein Stromkabel dazwischen verlegen, weil da ist ja irgendwie keine Verbindung da. Dann kriegen die alle ein Upgrade noch schnell, dann sind die noch stärker unterwegs. Wir hier unten unsere Anlage jetzt. Dann haben wir die steigenden Stromkosten nicht auch schon gedeckt, die uns in dem Fall aufkommen auf der Anlage hier. Klar, die warten jetzt alle noch auf ihre Upgrades ein bisschen teilweise. Mal produzieren die da oben mehr? Die produzieren echt mehr. Also wäre es doch am schlauesten, wenn ich dann hier oben eine Windanlagenproduktion aufstelle, oder? Wahrscheinlich. Kann ich? Warte mal, wo waren das? Tunnel. Funding received. So. Akzeptiere ich. Strom ist sowas von massiv positiv bei uns mittlerweile. Resources are low. Ja, die müssen wir noch kaufen mit einem Weltraumlift. Kein Problem, holen wir nach. Wie viel kriegen wir da auf dem Schiff rauf? 200? Kaufen! Small Project ist halt brutal. Also es ist echt brutal. Schau dir die Produktion an. Jetzt sollten wir den gleich einmal wieder 200 auf Lager. Schauen wir mal, das Ding. Wie viel kostet dann hier das Upgrade? Nochmal 50% mehr. Frage ist, ob das dann auf die aktuellen geht. Bedeutet 75. Da sind wir ungefähr bei. Wie viel wären es? 37 mehr müssten wir dann kriegen. 37 mehr circa? Weil wir müssten bei 110 dann stehen. Produktion. Wäre natürlich heftig, wenn das so ist. Das wäre natürlich übelst heftig. Na komm, liefert. Ich will wissen, ob das jetzt so ist. Ah, die bringen schon ihre Sachen. Schauen wir. Komm. 110 müssten wir jetzt circa sein, wenn es von dem aktuellen Stand ausgeht. Das wäre natürlich brutal. Und komm, letzte Lieferung. Yes. 100. Ja? Fast. Das ist wohl anders gerundet. Aber man sieht auch, man braucht halt massenweise Ablieferung, weil, oh, mittlerweile geht uns auch schon wieder die ganze Sache mit der Mülldeponie außer Kontrolle. Und ich will halt ungern. Was liegt denn da noch rum? Matrix des schwarzen Würfels zerstören. Können wir die bitte zerstören? Warum liegt da ein schwarzer Würfel rum? Vielleicht liegen überall noch so kleine schwarze Würfel rum und deswegen geht der Countdown nicht weg. Das wär's. Also Edelmetalle kriege ich gar nicht irgendwie genug, scheint mir. Die Produktion hier scheint ordentlich gestiegen zu sein. So, ich werde jetzt aber auch hier mal Platz schaffen langsam. Aber wir kriegen halt so viel Geld mittlerweile rein. Ich kann wahrscheinlich selbst Nahrung einfach so kaufen. Komm, Weltraumlift, Nahrung. Ach komm, wir tun mal unser Saatgut erhöhen. Ein Budget von 100 in Saatgut setzen. Wir machen noch extra ein Lager für Saatgut schnell auf. Ein Saatgutdepot hier schnell eröffnen noch. Ich weiß gar nicht, wie viel. 180 passt hier rein. Schauen dann. Ist das doch schon mal positiv. Da steht, die liefern schnell alles rein. Zack, wir haben jetzt hier unsere Verbindung mal hergestellt. Ich würde sagen, wir reißen das dann ab, oder?
sind auch Metalle, die wir eigentlich behalten können für andere Produktionen. Unser kleines Wäldchen wird auch immer größer. Das hat aber alles eine andere Farbe mittlerweile, ne? Ach, scheiße, wachsen hier auch schon ein paar Bäumchen überall. Mal kurz, was die Nachhaltigkeit des Bodens sagt. Okay, das hat sich hier verschlechtert, wie es scheint. Also hier ist kein Boden. Wie hier oben. Kann ich... muss das Ding wieder finden. Ich finde es nie. Das muss so ein Terraforming sein eigentlich, ne? Und ich würde auch gerne hier nochmal einen neuen Drohnenkommandanten hinstellen dann. So. Da kriegt er natürlich eine Stromverkabelung hin. Ich glaube, wir haben es jetzt ja eh zu autark eigentlich gemacht, aber scheiß drauf. Die bauen sie nicht ab. Ich weiß bloß nicht wieso. Ausschlachten. 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 Ausschlachten und ausschlachten. Vielleicht hätte ich das machen müssen. Das weiß ich auch, was ich hier oben machen muss. Löschen, löschen. So. Ich würde gerne eine riesen Forschungskuppel machen. Also einfach nur eine für Forscher. Das wäre noch so ein Ziel von mir. So. Sind die schon mal weg? Ja, und tagsüber 380 aktuell plus. Ach, lol. Die holen jetzt aus dem Wald natürlich auch noch Saatgut. Haha, geil. Jetzt will ich da unten aber auch noch einen hinstellen. So. Du kriegst von mir Flecht, Gras und Gras erstmal im Auftrag. Du brauchst natürlich noch ein Lager hier unten. Das ist mal ein kleines Universallager, braucht ihr alle. Dann könnt ihr die Ressourcen wenigstens abgraben und wir kriegen hier die Teile, die benötigt werden für meine Schienen auch noch her. Flat Master Teil, die ihre Aufmerksamkeit wird verlangt. Ein Bericht mit einem merkwürdigen Titel landet auf dem Postgang im Flat Mars Society. Ein Kolonist namens Prüfung Comet, der auf dem Mars geboren wurde, jedoch selbst noch nie den Weltraum bereist hat, verbreitet das Gerücht, dass der Mars flach ist. Dich kostet diese Verfolgungsstrategie nur ein müdes Lächeln. Comet hat zwar noch kein Gesetz gebrochen, aber vielleicht sollten wir trotzdem etwas unternehmen. Ich möchte, dass unsere Kolonisten nicht auf den Unsicht laufen, sich in die Augen rollen, auch wie auch immer. Ja, da passiert schon nichts. Apropos, wir könnten mal wieder den Technologie-Fehlschlag-Risiko. Hier auch? Nee. Dann, Transporter. Let's go. Wie schaut's hier aus? Technologie stehlen. Transporter schicken. Was ist, wir probieren jetzt trotzdem noch. Verdeckte Operation, Technologie stehlen. Was war das denn jetzt? Tourismusbelohnung. Abreisende Kulissen 10. Ah, die starten ja alle.
tun euch auch mal hier so ein Seher hinstellen. So. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier wieder schlecht geht, aber wahrscheinlich wegen dem Regen. Der Regen hat das wahrscheinlich dezent kaputt gemacht. Warum laufen die da rüber? Ihr habt eine Durchfahrtsschleife. Funding received. Wartet auf Ankunft der erforderlichen Fracht. Drei Offiziere. Na, wir haben 2000 auf jeden Fall schon mal gestohlen, das ist gut. Aber die Schwertkrafttechnik bald erforscht. Dann brauchen wir die Verflüssigung, Gesteinsabfallverflüssigung. Sollten wir setzen, weil es wichtig. Wir dürfen auf jeden Fall auch nicht unser Wasser... Produktion hier außer Acht lassen. Bei 20.000 stimmen wir noch, das ist gut. Der ist hier natürlich ein bisschen heftig. Das ist echt heftig, wie viel der braucht. 800 Baukosten. Ey, Wahnsinn. Drei Passagiere. Blick zu Blue Sun Corporation. Ja, tun wir akzeptieren. Warum ist denn jetzt hier schon wieder zum Beispiel Sand? Also den Bäumen ist es eh gefühlt irgendwie wurscht. Die wachsen und wachsen. Wir kümmern uns darum, dass das auch weiter so passiert. Du kriegst von mir jetzt hier auch Gras. Oder tun wir erstmal nur Flechten verteilen bei ihm hier. Und nur einmal Gras hauptsächlich. Gefasst Offiziere 3. Oh, super, scheiße. Ja, das ist halt schief gelaufen, mein Gott. Kann man nichts machen. Flechten kriegst du noch einen Auftrag und du kriegst dann auch gleich mal Büsche in Auftrag. Einfach direkt reinhauen. Je höher natürlich hier mal das ganze Ding wird, desto besser wird das auch. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das mit den Magnetfeldgeneratoren und allem machen. Type aus Produkt importieren erhöht das Ganze natürlich. 5% mehr Wasser. Löst ein Meteor schon einige wertvolle Ressourcen. Nee. Sponsorforschung im Austausch für den Bau eines Satelliten. Den können wir eigentlich machen. Der Satellit sollte für uns kein Problem mehr sein. Bin auch dafür, dass wir hier mittlerweile mal ein großes Lager für Metall errichten. Weil es wird irgendwie notwendig. Jetzt kommt er zurück. Natürlich mit keiner Ladung mehr. 180. Oh Gott, das ist so heftig, wie viel wir mittlerweile kriegen. Und ein paar Maschinenteile noch. Einfach auf einen Schlag bestellen. Und das interessiert uns nicht. Das ist so bescheuert. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie das am Anfang war, so schlimm, als uns alles nicht leisten konnten. Mittlerweile stehen wir echt brutal gut da. Klar, unsere Edelmetallproduktion hier tut auch viel dazu. Wir produzieren auch 20 zusammen. Aber wir haben halt hier nochmal eine Produktion von 28 stehen einfach. Terraforming Boost 86%. Ach ja, Erhebungsbonus. Oh, der spielt natürlich heavy. Ich komme gleich mal ein Universallager hin. Wo ist denn unser Roboterfreund hier? Ich muss natürlich auch den Drohnen-Hub mal oben hin direkt dann.
Wir schicken unseren Drohnenroboter rauf. Jetzt ist die Frage natürlich, wo der sich aktuell befindet. Sehe ich den irgendwo fahren? Ich glaube, irgendwas davon da hinten kommt. Ah, da kommt er. Da kommt er ja. Alter, so viel Saatgut auch. Vielleicht doch mal erhöhen auf Saatgutlager, ne? Vielleicht doch gar nicht blöd. Ja, die Bäume verbreiten sich auch wie brutal, sobald die einmal ziehen. Sehr heftig. Vegetation muss natürlich noch gedeihen. Das ist natürlich. Hier, guck mal, auch ein paar Bäumchen. Überall Bäumchen. Das ist mega cool. Wahnsinn. Wie schaut es mit der Forschung aus für die großen Kuppeln? 68% bedeutet, beim nächsten Mal können wir hoffentlich das dann alles erforschen. Dann Gesteinsabfälle und danach der Rest. Und dann können wir noch die Geoscape-Kuppel machen. Ein Stück Erde auf dem Mars. Aber ich glaube, wir müssen auf jeden Fall jetzt dann doch mal die Dinger hier bauen. 250. Wartung 10, Verbrauch 100 Strom. Boah, das ist schon eklig. In der Meinung, wir bauen es dann hier hin. Aber wir haben mittlerweile so viel auch auf Lager. Wir können rein theoretisch einfach das Kopieren anfangen und massenweise hier bauen. Aber ich bin eher dafür, dass wir das dann hier oben machen. Wo mittlerweile hier die ganze Anlage steht. Weil ich bin der Meinung, dass wir hier oben halt einen mega guten Boost kriegen auch an allem. Wir stellen mal hier so ein kleines Array auf. Einfach mit so ein paar kleinen Windrädern. So. Dann schauen wir, was passiert. Natürlich muss noch eine dementsprechende Stromverbindung dahin. So. Wie viel produzieren die jetzt? 33. Ordentlich. Höhenbonus 92%. Das ist natürlich ordentlich. Wollt ihr mal das Ding hier bauen irgendwie? Das Kabel wäre schlau. Jetzt fahren die ganzen hoch. Yes, jetzt bauen sie den Anschluss. Natürlich muss jetzt hier per Polymer auch noch der ganze Rest erhöht werden. Alles erstmal auf neuesten Stand bringen, technologiemäßig. Unsere Stromversorgung steigt so brutal an. Und es interessiert mich einen Scheiß eigentlich, dass es mehr wird, weil ich stehe eh so im Plus. Also halt die Sachen, man überlegt sich halt dann, okay, wir können das noch so machen und so machen, dann verbessert sich das und dies und hin und her. Jetzt fährt das noch hoch. Haben die schon ihre Upgrades fertig? Ja. Ah, fast 40. Holy shit. Die Anlage hier oben ist natürlich jetzt brutal. Das ist echt ein brutales Ding jetzt hier oben. Also allein das sind fast... Das sind 160, die eine Ecke jetzt dann. Fast. Fast 160. Das muss man sich mal geben. Aber eins davon, okay, die produziert gerade weniger. Warum? Also weil es noch nicht geupgradet ist. Die produzieren 38. Also fast 40. Das ist schon übel. Das ist schon übel. Aber Leute, ich würde sagen, bevor ich mich hier weiter in Rage rede vor Erstaunen und wie gut das Ganze funktioniert, war es das für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir haben einen Plus von 1000. Was mache ich eigentlich? Warum baue ich einen Strom? Ah ja, weil ich Magnetfeldgeneratoren dann hier oben auch einsetzen würde. Sozusagen, dass ich dann die Produktion nach oben verlege. Wir bauen ja hier unten jetzt einmal.
fürs Erste und dann müssen natürlich noch weitere her. Das wird nicht der Letzte bleiben oder der Letzte sein. Wir werden hier oben dann noch ein paar einsetzen und dafür muss natürlich hier oben dementsprechend eine große Kapazität auch an Strom her, damit wir nicht das Netz unten überlasten. Aber mit dem allein haben wir schon ordentlich was geschafft. Also Leute, ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.